mir ist Christian Schumacher, Paartherapeut bzw. Diplompsychologe, jemand mit einer Ausbildung. Und hat sogar jahrzehntelang gearbeitet in dem Bereich. Unfucking fassbar. Man nennt mich auch das psychologische Einhorn auf YouTube. Bisschen Galgenhumor, aber wir machen heute mal wieder 7 Gründe, warum du in toxischen Beziehungen bist oder toxischen Dating-Situationen. Kann sein, dass eine auf dich zutrifft, kann sein, dass alle 7 auf dich zutreffen. Sicherlich überraschend. Ich gehe das Thema ja so ein bisschen anders an als viele. Und ja, beschäftige mich ja schon ewig damit. Und wenn du raus willst, wenn du dein Liebeschip umprogrammieren, wie ich das immer sage, vielleicht neu dabei bist, mach das mein hervorragendes Kursprogramm auf liebeschip.de. Haben schon 1000 Leute durchlaufen. Ist wirklich speziell auch auf solche Sachen zugeschnitten. Erster Grund: Drama, 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 Drama. Du hast als Kind schon, ist kein Elternbashing, vielleicht schon Drama-Erfahrungen viel. Ging immer Rambazamba zu Hause, immer hoch und runter, auf und nieder und Mami war mal da und mal nicht da und wusste nie, was Sache ist. Und dann gewöhnt sich dein Gehirn so an Drama und dann kann sein, dass alles, was nicht Drama ist, dann später im Erwachsenenleben für dich irgendwie langweilig ist. Ne? Also es ist wirklich, man denkt ja immer, Drama wäre irgendwie was Negatives, aber wie viele Menschen Drama suchen. Über das Thema Drama werde ich übrigens auch meinen, wenn ihr mal genug abonniert hier noch meinen Kanal, mein 40.000 Kanal-Special machen, habe ich mir überlegt. Das wird richtig cool, glaube ich. Ja, zweiter Grund, Schicksalsschläge. Manche kommen einfach nur in toxische Beziehungen, weil sie ihr Energieniveau gerade sehr niedrig war. Also weil sie, weiß ich nicht, irgendeine schlimme Diagnose bekommen haben, arbeitslos, Frau verlassen, Hund tot, keine Ahnung. Also du hast gerade richtig Scheiße erlebt und genau, nicht das, und das ist wirklich gemein vom Universum, muss ich echt sagen. Dann bräuchte man ja gerade schöne, gesunde Beziehungen, aber wenn man so mit dem Energielevel unten ist, dann ist man wie so ein blutendes Stück Fleisch, sorry für die harte Analogie, in so einem Haifischbecken, ne? Das ist wirklich unglaublich. Sollte man eigentlich nicht daten, auch wenn man das dann gerade besonders gern machen würde. Dritter Punkt. Schlechter Selbstwert. Kann tatsächlich sein, dass du unbewusst, bewusst, unbewusst meistens eher so wenig von dir hältst, dass du der Meinung bist, das ist wie gesagt meistens unbewusst, dass du es nicht verdient hast, wirklich geliebt zu werden und eine stabile Beziehung zu haben. Hört sich irgendwie traurig an, ist auch traurig. Und ich glaube, dass auch viele Minuspole, nicht nur Pluspole, ja so ein Selbstwertthema haben, dass sie meinen, nur durch Manipulation und irgendwelche Spielchen, ja, weiß ich nicht, da irgendwas kriegen zu können und auf normalen Weg geht es gar nicht. Und ja, und da stehst du ja total im Wege, dann willst du vielleicht gesunde Beziehungen führen, und aber das innen drin ist wie so eine Schranke, die das quasi nicht zulässt, ne? Weil du irgendwie ganz tief drin meinst, du hättest es nicht verdient. Ne? Das ist echt, echt traurig eigentlich. Muss man wirklich sagen. Jetzt sind wir bei Punkt 4. falsche Polaritäten. Also tatsächlich glaube ich, dass viele toxische Beziehungen dadurch zumindest sehr gefördert werden, dass, also es gibt auch Menschen, die in der entgegengesetzten Polarität sind, und das funktioniert auch für schwule Beziehungen, aber ich werde das jetzt, lass mal knackig halten hier, dieses Video. Deswegen machen wir mal so das einfachste Heteronormative, wie man heute sagt. Also der Mann ist nicht in seiner männlichen Polarität und die Frau ist nicht in ihrer femininen Polarität. Ne? Ja, das spielt eine Riesenrolle, auch wenn der ganze Mainstream dagegen anrennt. Mein ganzes neues Buch wird sich darum drehen, Feuer und Flamme wird das heißen, kommt im Herbst raus. Und was heißt das? Ja, wenn der Mann, obwohl er eigentlich gerne in der männlichen Polarität sein möchte, aber in so einer femininen Polarität ist, was die Gesellschaft ja auch sehr fördert gerade so, verhält er sich schwach, kann keine Grenzen setzen, wird übergerollt von Frauen, die in ihrer männlichen Polarität sind. Warum sind die Frauen in ihrer männlichen Polarität? Die können trotzdem top feminin aussehen, sind aber in der männlichen Polarität, weil sie sich
meinen, sich schützen zu müssen, weil sie sich nicht sicher fühlen an der Seite des Mannes, weil sie sich aber auch nicht sicher fühlen, weil der Mann nicht in seiner Polarität ist, sondern ja, in so einer, ja, sich irgendwie weiblich benimmt, keinen Rückgrat hat, keine proaktive Führungsqualitäten hat und so weiter und so fort, keine Mission hat. Ja, das ist wie so ein Ping-Pong. Dann geht die Frau, geht dann in ihre maskuline Seite, weil sie sich einfach auch nicht sicher fühlt. Dann fängt dann eine Frau in ihrem maskulinen, spielt auch viele Spielchen. Das fördert natürlich auch viel Toxik. Man kann sich nicht abgrenzen. Ja, ist auch traurig, aber es ist, wie es ist. Fünfter Grund, du hast so ein, ich bin jetzt heute mal sehr direkt, so ein Retter-Naivitätsding. Also war ich definitiv schuldig früher. Arbeite immer noch dran, das abzubauen, weil das ist wirklich, wenn du ja, vielleicht Mami schon oder Papi schon retten wolltest oder auch, weiß ich nicht, vielleicht auch genetisch so eine Persönlichkeit hast, die immer anderen helfen will und also das sind auch viele Männer, kommen so toxische Beziehungen, eine Frau retten will aus irgendwelchen Kalamitäten, das gefallene Mädchen, was du retten willst und also dieses Rettersein geht auch häufig einher mit so einer gewissen Naivität, dass man so denkt, na, wenn ich so nur gut meine und jemand retten will, dann ist so alles gut, dann will der andere doch bestimmt gerettet werden, auch wenn, sagen wir mal, die Frau vorher nur 587 Bad Guys gedatet hat, aber von dir will sie sich natürlich retten lassen, weil du so ein netter Kerl bist. Das dazu gehört, wie gesagt, definitiv, war ich selber schuldig, da eine große Naivität dazu und ja, ist ja eigentlich was Schönes, Naivität, aber in unserer Welt wirst du einfach auseinandergenommen. Sechster Punkt, habe ich jetzt richtig mitgezählt. Du datest ja aus dem Ego und meinst, du hättest jemanden vor dir, der besonders hohen Status hat. Das ist für Männer und Frauen was Unterschiedliches, hoher Status. Für den einen ist hoher Status viel Geld, toller Beruf, tolles Aussehen, bestimmtes Alter, keine Ahnung. Und das füttert dein Ego so, dass du dir alles andere scheißegal, also ob das jetzt toxisch ist oder nicht, oder ob du auseinandergenommen wirst oder es ist eine Krümelbeziehung. Hauptsache, dein Ego wird gefüttert durch diesen Ohr, diesen hohen Status Menschen und plötzlich akzeptiert man alles. Und last but not least, siebter Grund, du hast einen hohen Status in den Augen eines potenziellen Partners oder einer potenziellen Partnerin. Und ziehst Menschen an, die es ja auf deine Energie, auf deine Ressourcen abgesehen haben, die dich zu Fall bringen wollen, Spielchen mit dir spielen wollen. Es geht eigentlich gar nicht um Zuneigung, einfach nur, weil du einen hohen Status hast. Kurz und bündig, mach die fucking Kurse. Wir sehen uns bald wieder.